Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Wie versprochen, sammeln wir 170 Nahrung, haben wir easy geschafft. Wir müssen jetzt den hier wieder zum Wasser bringen. So, wann kriegen wir unseren nächsten Mr. Handy? Das ist hier die Frage. Ich muss mich echt ein bisschen intensiver darum kümmern. Sammle 6 Waffen. Das kriegen wir hin, glaube ich. Wir müssen gucken, ob wir das hier irgendwann mal hinkriegen. Passe 5 Bewohner an, ja. Gut, da haben wir den ersten schon mal. Deadline wollte es nicht mehr. Er wollte es eigentlich nicht mehr. So. Ja, was soll ich sagen? Shit happens. Aber, was wir jetzt mal probieren, ich gehe mal kurz ins Hauptmenü. Und dann, zack. Zack. Gucken wir mal ganz kurz, wie das aussieht. Können wir seine Farbe ändern? So, Deadline. Hier ist ja Outfit. Es ist momentan noch weiß. Und das ist ein Helm. Ich hätte gedacht, das wäre eine Face Mask, aber gut. Wenn wir jetzt das Outfit ändern auf Orange, würde es dann Orange sein oder nicht? Das ist hier die Frage. Ansonsten werde ich ihm das auf jeden Fall nach dieser Folge wieder wegnehmen. Das heißt, er wird seine Face Mask wieder verlieren. Tja, so ist das halt. Er wollte es nicht mehr. Keine Ahnung warum. Eigentlich weiß ich es, weil er einen anderen Charakter hat. Aber keine Ahnung warum er es nicht erwähnt hat. So. Wann hatten wir den Red Skorpion-Angriff? Okay, es geht nicht. Es geht nicht. Die Farbe kann nicht geändert werden. Es war ein Versuch wert. Aber gut. Du darfst heute noch damit rumlaufen. Wenn ich jetzt in, wo haben wir es da, Vault intern, Werkstatt gucke. Ich glaube, er wollte was bauen oder so, ne? Nee. Sporthalle? Er wollte rausgehen. Er wollte rausgehen. Ah, das war's. Alles klar. 15 Stims und 10 Red. Alles klar. Dann geh mal raus. Ja, scheiße. Jetzt will er sich die Lunchbox krallen. Du bist zwar nicht geheilt, aber das kleine bisschen, das würde dich schon nicht hindern, daran dein Zeug zu machen. Ja, das ist doof. Aber egal. Sammeln wir erstmal die 6 Waffen. Und zwar erstmal vom Bruder. Stufe 6. Du bist nicht weit gekommen. Kann das sein? 282 Kronkorb. Was hast du für eine Waffe? Abgesägte Schrotflinte. Das ist nicht deine Waffe, oder? Was hast du für eine Waffe? Inventory Bruder. Hast du doch keine? Oder? Er hat sich doch keine Waffe hergestellt. Aber Bruder, so kommst du aber nicht wirklich weit. Oder zumindest kauft dir eine Waffe. Nein, abbrechen. So, alles klar. So, Julian. Nein, ich bin verdammt doof. Naja, du kriegst auf jeden Fall einen Globus, einen Teddybär und eine Kamera. Scheiße. Konnte ich denn so blöd sein? Oh, ein Luftgewehr. Oh, gehärtete Kaliber 45. Da hast du was richtig Tolles mitgebracht, Julian. Da hast du was richtig Tolles mitgebracht. So. Du darfst ja jetzt leveln. Das heißt, gehen wir da hin. Ups, das war vielleicht nicht so clever. Und Julian. Okay, verkaufen wir erstmal den Müll hier. Das muss alles weg. Wir müssen demnächst, das war Pyros Anzug. Er hat sich einen Anzug wahrscheinlich für die Quest hergestellt. Das heißt, du stellst dich mal dahin. Ja. Bau doch 4 Waffen. Es sind nur 3. Warum bin ich so blöd? Warum bin
Scheiße. Wir können jetzt tatsächlich noch auf einen Raider-Angriff hoffen. Ein Raider-Angriff könnte uns jetzt sehr behilflich sein. So, und dann kommen wir zu Lero, der jetzt seit Tagen nichts gemacht hat. Lero, auch du hast noch bis zum Wochenende Zeit. Wenn Lero sich bis zum Wochenende nicht meldet, dann werden seine Sachen quasi in den Shop gestellt und ihr könnt alles kaufen, was er hat. So, wen haben wir denn hier? 02. Pasco. Du hast jetzt A trainiert, ne? Gucken wir mal. Sporthalle, Pasco. Er möchte A auf 4 trainieren, sagt er. Und er hat A auf 5. Achso, alles klar. Nee, ist okay. Ich habe gerade bei Pyro geguckt. Ich habe einen kleinen Schock bekommen. Isana ist in Ordnung. Bendova ist in Ordnung. Nummer 8 ist in Ordnung. Und das sind unsere Vault-Leute. So, kommen wir zum nächsten Punkt heute. Und zwar kommen wir zur Quest. Ich hoffe, sie ist noch da. Sprühlingsrituale. Oh Gott. Wir haben auch jetzt noch ein Frühlingsding. Wir können doch nicht alles auf einmal machen. Es ist so viel. Okay, am Ende des Regenbogens. Quest. So, Questanmeldung. Wir haben... Da, Pasco sagt, wenn sich niemand... Okay, Pasco, du warst ja schon mal. Ich gehe auf jeden Fall auf bei der temporäre Questreihe, die danach kommt. Das mit den Atomen auf die erste. Was? Ich gehe auf jeden Fall bei der temporäre Questreihe, die danach kommt. Ist das die hier? Meinst du die hier? Ich weiß, keine Ahnung, ich bin verwirrt. Von welcher Quest redet ihr jetzt? Temporäre was? Leute, das könnt ihr mir doch nicht antun. Ich spreche Deutsch. Glänzen irdische Augen. Coca-Cola. Auf jeden Fall, das hier ist neu. Das heißt, alle, die schon bei der Quest waren, dürfen jetzt hier auch mitmachen. Bei dem Event-Scheiß. Am Ende des Regenbogens. Ich habe keine Ahnung, wer diese Quest jetzt machen möchte. Aber da waren doch welche. Oder bin ich jetzt verwirrt? Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Moment, ich habe eine Idee. Okay, Idee ist weg. Ja, ich weiß nicht. Was hat das zu bedeuten? Ihr seht schon, ich bin jetzt gerade richtig verwirrt. Lassen wir es heute aus. Lassen wir es heute aus. Ich gehe auf jeden Fall bei der temporären Questreihe, die danach kommt. Das mit Atomen auf die erste. Atomarer Frühling? Okay. Klärt das mal in Discord ab. Ich weiß nicht, was ihr meint. Seid ein bisschen spezifischer, was Quest angeht, sonst bin ich komplett verwirrt.
Oder meinst du damit? Oh, Wächter des Ödlands, Todeskrallen. Ist die tägliche, ne? Okay, lassen wir es sein. Ich weiß nicht, was ihr meint. Es hilft uns nicht weiter. Es hilft uns einfach nicht weiter, wenn ich nicht weiß, was ihr meint. Und ich will jetzt auch nicht raten. Das wäre unfair. Okay, Jessin. Soll ich die Leute jetzt rausschicken? Das ist hier eine berechtigte Frage. Reiner Zufall. Hosenkobold. Wie sieht's aus bei Hosenkobold? Du hast ja jetzt Ausdauer 4, ne? Und wenn ich jetzt in die Sporthalle gucke, möchtest du eh auf 6 haben. Dann machen wir das doch. Hallo? Wird da nicht normalerweise irgendwas angezeigt? Egal. Gut, ziehen wir dir erstmal 500 ab, Hosenkobold. Okay. Das dazu Werkstatt. Hosenkobold möchte auch eine Rüstung bauen, aber ich lasse dich erstmal eh machen. Und das setzen wir dann erstmal so hin. So. Tywin. Jetzt müssen wir nach Tywin gucken. Tywin. Wieso werden eigentlich keine Raid-Angriffe mehr gemacht? Das verstehe ich nicht. Tywin. Wo ist unser Tywiniger Lannister? Da! Tywin. Er hat eine Kampfflinte. Sturmgewehr, Jagdflinte. Wieso haben wir hier keine? Wieso haben wir jetzt keine? Ich gehe mal kurz auf den Marktplatz. So, da haben wir eine verbesserte Kampfflinte. Trägt die zufällig einer von denen? Von wem kam die? Pyro. Trägt die Pyro jetzt? Über diese Sucherei hier. Pyro. Hey, wo ist sie hin? Sie ist weg. Sie ist einfach weg. Sie ist verschwunden. Wir machen das folgendermaßen. So, wir machen das folgendermaßen. Wir können ja die Inventare angucken, ne? Kampfflinte. Gehärtete Kampfflinte. Rostige Kampfflinte. Verbesserte Kampfflinte. Wer trägt die? Der Vault Explorer. Lol. Hä? Wer ist dann diese Person? Jetzt mal ernsthaft, hä? Vault Explorer? Joshua. Oh, ah. Ich habe das Problem entdeckt. Okay, Joshua. Ich weiß auch nicht, was ich mit dir anfangen soll. Geh mal dahin. Wieso stehst du schon wieder hier? Mann. Okay, jetzt kannst du deine Waffe haben. So, habe ich die mir jetzt weggenommen? Ja, sehr schön. Alter Schwede. So, und Mrs. Handy hat auch etwas erworben. Und zwar ein Gauss-Gewehr. Das kriegt sie natürlich auch. Mrs. Handy, wo sind Sie? Mrs. Handy, da. Man drückst du doch schon. Mann, bin ich gut. Wann habe ich das denn geschafft? Okay. So, die 12. Ich verwechsel meinen Charakter jetzt immer mit dem.
Das Einzige, was mich halt jetzt noch ein bisschen aufregt, ist, dass meine Farbe nicht passt. Ich wollte eigentlich ein gräulicheres Grau. Und ich muss mir auf jeden Fall diese Waffe noch geben. Druckluftflammenwerfer. Hehe. So, jetzt ist die Frage, gehe ich raus? Ich habe ja eigentlich nichts. Aber ich war auch noch nicht auf der Quest. Das heißt, ich trage mich jetzt einfach mal für die Quest ein. Für diese hier. Und wenn sich kein anderer findet, dann, also nicht drei, ne? Dann gehe ich da einfach mit. Müssen sich also jetzt noch zwei andere zusammenfinden und dann können wir zusammen dahin gehen und dann teilen wir uns die Lunchbox. Zur Not würfeln wir alles aus. Das ist doch ein guter Plan, ne? Wart ihr beiden schon? Nee, doch, wart ihr. Wer war denn noch nicht? Yesin. Yesin, hast du Lust, mit mir loszuziehen? Und reiner Zufall vielleicht, ihr beide. Das wäre doch was. Auch wenn deine Waffe jetzt nicht gerade die beste ist. Aber wir sagen, also, oh Gott, Yesin, du hast auch noch keine richtig gute Waffe, wa? Aber ich habe eine richtig gute Waffe. Ich reiß das ganze Zeug. Also ich schicke mich jetzt noch nicht raus, sonst würde ich rausgehen. Aber ich lasse es jetzt erstmal. Stattdessen sammle 6 seltene Scheiße. Oh. Jetzt weiß ich, wo der Knackpunkt ist. Das ist le problemo. Da muss ich eigentlich rausgehen, ne? Weißt du was, ich schicke euch dreimal wieder raus. Bringt der Vault ein bisschen was Gutes. Und vielleicht bringt ihr ja die benötigten Waffen. Das wäre schon mal ein Anfang. Aber du brauchst jetzt eine neue Waffe hier. Jagdflinte, such dir gefälligst eine eigene Waffe. Mit 25 Stims müsstest du das eigentlich locker schaffen, dass du uns was hier Ordentliches bringst, damit die Vault vorankommt. Und dann muss ich mich auf jeden Fall demnächst wieder ransetzen, ein paar neue Gebäude ranzupinseln. Aber ich möchte erst die 60 erreichen. Das heißt, wir werden jetzt wieder irgendwelche random Leute zusammenfügen, wie zum Beispiel meinen alten Charakter. So. Wo sind die Häuschen? Da. Gehen wir da hin. Wen haben wir hier? Ah, Mrs. Handy. Ah, gut. Nehmen wir mal nicht Mrs. Handy. Wir haben doch hier bestimmt noch genug Frauen, die gerade Zeit haben, ne? Dann geh mal dahin. Allerdings nehmen wir mal. Wo habe ich Lero jetzt hingetan? Die Vault ist zu groß. Ich hasse, wenn die Vault zu groß wird, wird sie unübersichtlich. Lero. Wo ist denn der? Er ist verschwunden. Als hätte er niemals existiert. Da. Es macht keinen Sinn, dich dahin zu schicken. Stell dich mal dahin mit zu den Leuten, wo ich nicht weiß, was die machen sollen. Und Cynthia Walker kommt zurück. Noch bist du die 10. Das passt schon. Hose-Kobold? Warst du nicht auf dem Weg dahin? Der Red-Skorpion-Angriff. Der muss in der Zwischenzeit gewesen sein. Und ich habe es wahrscheinlich nicht bemerkt. Oh. Jetzt ergibt das Sinn. So, ihr beiden kennt euch nicht, ne? Perfekt. Aber, damit das Ganze noch richtig cool wird, nehmen wir Leros Katze, da er jetzt momentan eh auf undefiniert ist. Und geben sie mal kurz Isana. Damit wir direkt bessere Kinder bekommen, ne? Das wäre schon mal ein guter Vorteil. Das heißt, wir müssen jetzt, wir haben jetzt auf 57. Dann nehmen wir halt Joshua. Und die 2, die auch noch keine Waffe hat. Habe ich noch irgendwelche Billo-Waffen für dich? So, dann haben wir hier noch die 8 und Bendova.
Es wäre aber schlau, wenn ich erstmal warte, ne? Dann legen wir erstmal die Männer weg. Es wird dann hier da. Dann geh du mal dahin. Haben wir noch irgendjemanden hier drin? Joshua, okay, perfekt. So, dann wird hier quasi die Warteliste entstehen und hier werden dann die Kinder gezeugt. Damit wir bessere Kinder bekommen, brauchen wir diese Katze allerdings. Ich weiß aber nicht, ob die die reine Schwangerschaft schon dieses Kind zeugt, was wir brauchen. Deswegen wird das hier unser Test sein. Sobald die schwanger geworden ist, nehmen wir die Katze weg und gucken, was mit diesem Kind passiert. Wenn es gute Werte hat, dann reicht wirklich allein schon die Schwangerschaft. Ansonsten wäre es eigentlich richtig cool, wenn man sie zuerst schwängert und dann jedes Mal, wenn das Kind kommt, einfach die Katze weiterzugeben, weiterzugeben. Aber das hier wird erstmal unser Test. Schauen wir mal. Dann bleibt mal da sitzen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Wenn dann hoffentlich die Leute ordentlich was mitbringen. Deadline müsste eigentlich locker seltene Waffen mitbringen. Ich vertraue auf dich, Deadline. Das ist übrigens keine seltene Waffe, das zählt nicht, mein Freund. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann hoffentlich werden wir das Geheimnis um das Kinderzeugen hinkriegen. Als Katze würde ich alleine meine 7 Leben mit dir verbringen. Ich sehe schon. Haut rein, euer Zero. Tschüss.